Daniel Schottlock, zum dritten Mal. Sie sind jetzt. Hallo, Herr Schottlock, zum dritten Mal. Sie sind jetzt seit 31 Jahren im Berufsleben, seit 20 Jahren davon bei SWR Versorgung. Als Sie hier angefangen haben, hätten Sie gedacht, dass Sie über 20 Jahre bleiben? Naja, am Ende werden es vielleicht sogar über 20 Jahre sein, wenn ich meinen Vertrag bis zu Ende erfüllen darf. Nein, hätte ich in der Tat, dass ich jetzt 20 Jahre hier bin, hätte ich seinerzeit nicht gedacht. Das war ja eine relativ dynamische, stürmische Zeit in der Energiebranche, viele Umbrüche. Es gab viele neue Player und Firmen auf dem Markt. Es gab andere, die sind verschwunden vom Markt. Es war generell eine Situation, wo auch viel gewechselt wurde, auch in Führungspositionen. Ich hatte ja vorher auch schon einige andere Positionen inne. Von daher 20 Jahre jetzt sozusagen im gleichen Unternehmen, das hatte ich mir damals, war ja gerade erst Anfang 40, nicht gedacht. Wie hat sich Wiesbadens Dienstleister in den letzten 20 Jahren unter Ihrer Regie letztendlich auch verändert? Gut, sehr gut. Was soll ich sonst sagen? Nein, ich denke wirklich, es ist ja so, wenn Sie als Unternehmen seinerzeit in der Branche, es gab ja einige, die komplett neu entstanden sind, die hatten es natürlich leichter, den neuen Zeitgeist, der viel mehr Kundenservice erforderte, als das früher bei den Unternehmen der Fall war. Das ist sehr viel leichter umzusetzen gewesen, weil sie natürlich irgendwo auf dem grünen Feld angefangen haben, neu aufzubauen. Ein Unternehmen, was wie wir dieses Jahr 90 Jahre wird, hat ja eine Tradition. Von dieser Tradition ist ja der weitaus größte Teil, nicht nur wir, andere Energieversorger, Stadtwerke auch, haben ja diese Zeit in Monopolstrukturen verbracht. Das heißt also, sie sind ein Unternehmen, wo sie ein Gebiet haben, wo nur sie versorgen. Und wenn Sie dort irgendwo die klassischen Produkte Strom, Gas, Wasser, Fernwärme wollen, kriegen Sie das auch nur bei Ihrem Stadtwerk. Als ich zum Beispiel in Köln meine erste Wohnung hatte, da hatte ich dann die Stadtwerke Köln. Aber da hatte ich kein Vergleichsportal, nichts, wo ich irgendwo eingreifen konnte. So. Und genau das ist der Unterschied. Sie wissen, wie es heute ist. Sie haben Vergleichsportale en masse und Sie haben dort Angebote en masse. Aber seinerzeit war das Schwierige eben, ein Unternehmen, was aus diesen Monopolstrukturen jahrzehntelang kommt, in einen dynamischen, serviceorientierten, kundenfreundlichen Dienstleister zu wandeln. Das ist für viele Leute, die in Monopolstrukturen ihr ganzes Berufsleben verbracht haben, nicht so einfach, weil der Kunde war ja kein Kunde, es war ein Abnahmeverhältnis, nannte man das damals. Also das heißt, der musste ja zu SW kommen, wir mussten nicht um den Kunden werben, sondern der Kunde musste zu uns kommen, wenn er eines von diesen Produkten, was man ja lebensnotwendigerweise braucht, haben möchte. Und das hat natürlich das Bewusstsein bestimmt und das Unternehmen jetzt tatsächlich auf diesen Weg gebracht und begleitet zu haben, da wo wir heute sind, dynamisch, serviceorientiert, kundenfreundlich, das war schon eine große Herausforderung. Das Ganze hat sich extrem gewandelt. Sie beliefern nicht nur Ihre Kunden in Wiesbaden, Sie liefern auch nach Hamburg, Sie liefern nach München, Sie liefern überall in ganz Deutschland. Wie genau funktioniert das eigentlich? Tragen Sie den Strom dorthin? Nein, das ist natürlich so, dass wir mit den Netzgesellschaften, die an den entsprechenden Orten dann ja die Versorgung betreiben, mit denen haben wir dann Verträge, die sorgen dann dafür, dass der Kunde, den wir dort geworben haben, tatsächlich dann auch physisch mit den entsprechenden Strom- oder Gasprodukten versorgt werden kann. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt irgendwo den Strom von Wiesbaden nach Hamburg tragen. Das, glaube ich, wäre etwas aufwendig und dann könnten wir auch nicht wettbewerbsfähige Preise anbieten. Wenn Sie ganz einfach an die größten Herausforderungen der letzten 20 Jahre denken, was war die größte Herausforderung beim Umbau eines Unternehmens wie SW Versorgung? Ja, der größte Umbruch und das Schwierigste war sicherlich in den ersten 3-4 Jahren. Das war natürlich ein Personalabbau, den ich hier dann doch vornehmen musste. Wir haben also rund 300 Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut. Das war wichtig. Wir haben also es geschafft, ohne Kündigungen das Ganze vonstatten zu bringen. Aber es war notwendig, um das Unternehmen neu aufstellen zu können, um die Kosten zu reduzieren, um eben das Unternehmen für den freien Markt eben entsprechend auch auszurichten, was natürlich in Monopolstrukturen weniger der Fall ist, weil sie da einfach nur, sie kriegen entsprechende Preise genehmigt vom Ministerium, wenn sie nachweisen, dass sie die Kosten haben. Ob die Kosten notwendig sind tatsächlich, wurde nie geprüft. Das heißt, sie haben ein Umlagesystem, was natürlich nicht gerade schlanke und ranke Strukturen und damit auch Kostenbewusstsein im Unternehmen fördert. Das musste erst langsam dann wachsen. Ich habe irgendwo nachgelesen, dass Sie großen Wert darauf legen, auch Gestaltungsfreiraum zu haben. Gestaltungsfreiraum, Kosten abbauen,
Kosten senken, Stellen abbauen. Wie passt das zusammen? Doch, ich denke, das passt schon zusammen. Das eine bedingt das andere. Also zunächst einmal, um sich Gestaltungsspielräume zu schaffen, ist es wichtig, eben entsprechend die Kosten im Griff zu haben, entsprechend Strukturen zu schaffen und dann eben entsprechend auch sich schlank aufzustellen als Unternehmen, was natürlich in früheren Zeiten oftmals nicht so notwendig war. Aber ich denke, das haben wir sehr gut gemeinsam. Das ist ja immer eine Mannschaftsleistung. Das ist jetzt nicht meine Person, die das im Alleingang machen kann. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie etwas zu erkennen, was richtig ist und dann zu sagen, das machen wir so. Sie müssen die Leute überzeugen, sie müssen die Leute mitnehmen und die Leute müssen aus freien Stücken dann auch tatsächlich ihnen folgen, weil sie merken, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, nachdem wir heute schon seit in den letzten 10 Jahren wieder Leute einstellen und wir haben inzwischen mehr neue Leute eingestellt, als wir seinerzeit abgebaut haben, ich glaube, das ist die schönste Bestätigung, die man da kriegen kann. Und ich glaube, das haben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gesehen, dass der Weg der richtige war, auch wenn er am Anfang schon steinig war. Wo sehen Sie besonders Ihre Stärken auf diesem Weg? Also man muss zumindest eine gute Analysefähigkeit haben. Ich glaube, so die Ausbildung als Jurist bringt das mit sich, dass man relativ gut sich Sachverhalte anschaut, analysiert, dann die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Ich denke, man braucht eine gewisse Härte, um auch unangenehme Entscheidungen durchzuziehen. Das ist manchmal so. Aber ich glaube, man muss auch die Fähigkeit haben, Leute argumentativ zu überzeugen. Und wie ich eben ausgeführt habe, ich glaube, die Bestätigung, wenn die dann am Schluss kommt, dass die Leute eben sehen, ja, es wird nicht mehr abgebaut, es werden nicht mehr Stellen gestrichen, sondern wir sind erfolgreich im Markt angekommen, im wettbewerblich, der sehr heiß umkämpft ist. Und wir stellen wieder ein und wir stellen mehr ein, als wir vorher abgebaut haben. Wir haben neue Produkte, wir haben unsere Ergebnisse optimieren können. Ich denke, dann ist das die Bestätigung, dass man doch vielleicht nicht alles, wir können schon von sich behaupten, immer alles im Leben richtig gemacht zu haben, aber ich denke doch, das meiste richtig gemacht zu haben an dieser Stelle. Was war die größte Herausforderung beim Umbau gewesen? Ja, Sie haben eine sehr starke Front. Die können Sie so mit dem Wort zusammenfassen, das haben wir schon immer so gemacht. Und was soll denn das jetzt, wenn Sie was Neues haben? Hat es noch nie gegeben, das machen wir nicht. Also das ist sicherlich, ich sag's mal, ich habe immer gerne erzählt die Geschichte von unserem alten Service-Kundencenter im alten SW-Hochhaus noch in der Kirchgasse, wo also irgendwo um 16 Uhr die Rollgitter runterrasselten, damit auch klar war, also jetzt ist auch hier für Kunden Schicht im Schacht. Und am Ende des Tages, jeder weiß natürlich, dass der normale Kunde selber ja auch einer Berufstätigkeit nachgeht, also eigentlich erst dann nach dieser Zeit gerne irgendwo Dinge erledigen würde und da war dann alles schon zu. Also hier ein Umdenken, dass wir da sein müssen, wenn der Kunde zu uns kommt und nicht umgekehrt, nicht der Kunde hat sich da nach uns zu richten, sondern wir müssen die Öffnungszeiten so gestalten, in den Mittagspausen präsent sein, eben auch nach 16 Uhr da sein, dann, wenn der Kunde eben sagt, ich habe hier ein Thema und ich möchte zu euch kommen. Das ist ein Denkwandel, der vollzieht sich auch nicht von heute auf morgen, das muss langsam wachsen. Sie haben es geschafft, die Stadtwerke, das Image der Stadtwerke dahin zu revolutionieren, dass letztendlich der Staub der alten Jahre abgefallen ist. Wer war hier der wichtigste Mensch an Ihrer Seite, der Sie auf diesem Weg begleitet hat? Also ich denke mal, wer ganz wichtig war, und da habe ich ja mittlerweile den vierten, erlebe ich jetzt den vierten Oberbürgermeister nämlich. Also wir sind ja mehrheitlich mit 51% immer noch ein städtisches, kommunales Unternehmen. Und der Oberbürgermeister ist der Aufsichtsratsvorsitzende. Der Aufsichtsrat ist unser wichtigstes Gremium. Da jemanden zu haben, immer auf dem Amt des Oberbürgermeisters, der auch die Wege und die Maßnahmen und das, was man sich überlegt, mitgeht, ist ganz wichtig. Das war hier so mit allen 4 Oberbürgermeistern bisher. Daneben habe ich seinerzeit, ist ja die Tyga AG aus München eingestiegen. Da war damals der Vorstand, der Dr. Rüben, Tyga-Vorstand, der mich auch sozusagen aus Potsdam hierher geholt hat für diese Position. Das war sicherlich ein Mentor, von dem ich auch viel gelernt habe. Auch wenn es schwer war, am Anfang hat er oftmals gesagt, Herr Schottler, seien Sie mal ein bisschen ruhiger und man muss nicht immer alles gleich und nicht mit dem Kopf durch die Wand. Habe ich mittlerweile auch gelernt, das ist manchmal schmerzfreier, wenn man nicht nur mit dem Kopf durch die Wand geht. Der Dr. Rüben hat zum Beispiel mal gesagt, habe ich nachgelesen, dass Sie auch mal Sachen aussitzen lassen sollten, also aussitzen sollten. Irgendwas, was Sie ausgesessen haben, was Sie vielleicht heute noch aussitzen? Gibt es da was?
Ja, aber das erzähle ich nicht. Schade. Sie haben auf jeden Fall SW-Versorgung ziemlich stark geprägt. Hat auch SW-Versorgung Sie geprägt in dem Moment? Ja, ist in der Tat so. Also ich glaube, das ist auch als Zeichen, wenn es gut funktioniert, dann glaube ich, ist das wie oft im Leben keine Einbahnstraße. Also nicht nur, dass jemand kommt aus dem Management und prägt jetzt das Unternehmen, sondern es ist eben auch in die andere Richtung gegangen. Ja, auch ich habe viele Dinge hier gelernt, hatte vorher auch beispielsweise mit Arbeitnehmervertretung. Wir haben ja nun volle Parität hier. Das heißt also, die Hälfte des Aufsichtsrats sind auch Arbeitnehmervertreter. Und der Betriebsrat auch sehr stark im Unternehmen vertreten. Damit hatte ich am Anfang keine einschlägige Erfahrung. Da hat es auch manchmal geknallt. Aber mittlerweile, glaube ich, habe ich auch erkannt, dass viele Dinge, wie gesagt, nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand, viele Dinge kann man auch kommunikativ lösen. Und man muss sich auch immer ein Stück weit in den anderen reinversetzen. Es geht nicht nur darum, dass ich andere überzeuge, sondern ich muss natürlich auch sagen, okay, da sind andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben Ängste, Nöte, Bedürfnisse, und dann muss man sich auch in den anderen oder die anderen mal hereinversetzen können. Ich glaube, das ist etwas, was ich doch sehr stark hier gelernt habe. Ein schlimmstes Moment, was Sie so sagen, mein Gott, das wäre lieber nicht passiert? Richtig schlimme Erlebnisse hier bei SW Versorgung kann ich eigentlich nicht sagen. Also waren sicherlich Sachen, die waren nicht so schön am Anfang, aber nichts, wo ich wirklich sagen könnte, das hat mich in den Grundfesten irgendwie erschüttert. Und ein richtiges Highlight, an das Sie sich gerne erinnern, zum Beispiel den ersten Zündschlüssel für ein elektrisches Auto? Nein, das ist auch ein schönes Erlebnis mit dem elektrischen Auto, aber nein, das wirklich das schönste Erlebnis für mich war, als wir die Belegschaftsversammlung hatten, oben in unserer Christian-Bücher-Halle, und dann sind ja, wenn alle da sind, dann fast 600 Leute dann auch dort gewesen, und das schönste Erlebnis war dann tatsächlich, als ich dem Betriebsratsmitglied, was mir in den ersten Jahren mal unterstellt hat, weil mich gefragt hat, ob es mir eigentlich Spaß machen würde, dass ich ständig Leute entlasse oder nicht entlasse, aber die Arbeitsplätze abbaue, wo ich gesagt habe, wenn es wieder gut läuft, dann werden wir wieder einstellen. Und als ich dem dann oben noch sagen konnte, so, und jetzt haben wir dieses Jahr schon die ersten 30 Leute wieder neu eingestellt und wir haben sozusagen den Turnaround geschafft. Das war eigentlich irgendwie, das war schöner als den Schlüssel beim E-Mobil einstecken, ja. Okay. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Branche? Ich sehe es durchaus positiv. Ich glaube, wir haben nach wie vor Produkte, die man braucht, auch die alten Basics wie Strom, Gas, Wasser, Fernwärme. Das sind alles Dinge, die man braucht. Darum herum haben wir ein neues Portfolio gestrickt an Dienstleistungen und anderen Produkten, die, glaube ich, zukunftsfähig sind. Wir wissen, dass wir heute alle ja immer vernetzter werden. Alles davon braucht auch irgendwo beispielsweise Strom. Aber ich denke, es ist auch so, dass wir sind in einem demografischen Wandel. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft und wollen immer länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Ich glaube, wir werden hier viele Produkte noch entwickeln können, die das ermöglichen. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Energiewende, die ja noch nicht abgeschlossen ist, die ja noch mitten im Umbruch ist, ist eine dezentrale. Also wo wir früher große Kraftwerkstandorte hatten, wo dann eingespeist wurde und dann bis runter in die Haushalte verteilt wurde, ist jetzt dezentral Photovoltaik, Erdwärme, viele Dinge, die irgendwo Windkraft, die heute ins Netz eingespeist werden. Das schafft viele Herausforderungen. Also die Energiewende ist, auch wenn es die Bundespolitik in Berlin manchmal noch immer nicht so erkennt, es sind die Verteilnetzbetreiber wie SW. Wir sind diejenigen, die vor Ort irgendwo die ganze Energiewendemaßnahmen, die Smarte City schaffen können. Das kann man nicht von Berlin aus steuern, sondern die Smarte City wird vor Ort gemacht. Die sieht auch in jeder City anders aus. Die wird hier anders aussehen als in Mainz oder in München oder in Berlin. Und von daher denke ich mal, wenn man die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennt und gut umsetzt, die entsprechenden Maßnahmen, dann hat man eine Zukunft. Ich bin da sehr optimistisch für SW-Versorgung. Sie werden im Mai 62 Jahre alt. Ihr Vertrag wurde gerade erst verlängert. Das heißt, Sie machen auf jeden Fall, ja, schauen wir mal, ne, bis 65. 65 ist das Rentenalter hier bei SW-Versorgung. War weniger bei SW, das war mir der Anteilseigner aus München, der gesagt hat, es ist eine neue Konzernvorgabe. Vorstände bei Beteiligungsunternehmen sollen nicht über das 65. Lebensjahr hinaus die Tätigkeit ausüben. Und ja, so ist die Verlängerung jetzt eben bis zu meinem 65. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Jahresabschluss dann im Jahre 2024. Und freuen Sie sich schon auf die Zeit danach?
Ich freue mich jetzt erstmal über die Zeit bis 2024 und was danach kommt, sehen wir mal. Es sind ja im Moment schwierige Zeiten. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal wieder auf normale Verhältnisse in unserem ganz normalen Alltag. Das wäre zunächst mal das, was ich mir wirklich wünschen würde. Wenn es noch dieses Jahr werden könnte, wäre schön, aber spätestens im nächsten Jahr hoffen wir natürlich alle, dass wir, wie jemand so schön sagte, ich will mein altes Leben zurück. Also das wäre zunächst mal der Wunsch und was dann nach 2024 kommt, das sehen wir dann. Das sind noch drei Jahre an der Spitze von SW Versorgung. Was dürfen wir als Kunden in den nächsten 3 Jahren erwarten? Vielleicht irgendwann mal die aufladbaren Straßen, wo ich mit dem Auto drüber fahre und gleich wird das Auto wieder geladen? Ja, ob das jetzt in den nächsten 3 Jahren kommt, das weiß ich nicht. Erwarten dürfen Sie auf jeden Fall, dass wir nach wie vor sichere Versorgung, die Versorgung unter allen Bedingungen sicherstellen. Haben wir ja gerade jetzt gesehen, auch in der Pandemie unter erschwerten Bedingungen, die ja auch uns viel abverlangt haben, dass die Versorgung jederzeit sicher war. Sie werden weiterhin erwarten können, dass wir alle Innovationen, die sinnvoll und notwendig sind, gut und umsetzen und von daher denke ich mal auch die Dienstleistungen, die wir anbieten, weiterhin optimieren. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, weiterhin werden wir versuchen, unsere Kunden zu lesen, ihnen die Wünsche abzulesen und dann auch schon nicht erst, wenn der Kunde es reklamiert oder fordert, sondern schon vorher sozusagen zu antizipieren, was der Kunde möchte und das dann auch bieten. Mit dem Familienassist haben Sie zumindest ein Produkt auf den Markt gebracht, wo man gar nicht sofort an den Versorger denkt. Gibt es andere Produkte, die Sie noch in Gedanken haben, vielleicht bringen möchten? Ja, Gedanken habe ich viele. Aber Sie wissen, mit Gedanken ist also, man hat sie, man muss sie dann diskutieren, verifizieren, man muss dann auch gucken, was passt zu einem, denn Sie haben völlig recht. Das Problem ist, wir müssen natürlich ein Stück weit bei den Produkten, bei denen bleiben, die man auch noch mit uns irgendwie in Verbindung bringen kann. Zu den Frühzeiten der Liberalisierung auf den Energiemärkten gab es mal ein Schlagwort, also wenn der Kunde wünscht, dass wir den Rasen mähen, dann machen wir auch das. Ich glaube, das ist der falsche Weg, weil dann hole ich mir einen Landschaftsgärtner oder einen Gartenbaubetrieb, wenn ich den Rasen gemäht haben will, dann denke ich nicht als erstes an mein Stadtwerk. Will heißen, mit Produkten, die jetzt zu weit von dem Stammgeschäft entfernt sind, irgendwann wird man auch nicht erfolgreich sein. Aber ich denke, das, was wir machen, wie auch eben das altersgerechte Wohnen und alles, was damit zusammenhängt, was ja dann auch eben technisch Hausinstallationen und anderes anbelangt, das ist etwas, da haben wir Kernkompetenzen, die können wir ausbauen mit neuen Produkten. Und von daher, da sehe ich uns auf einem guten Weg. Wie gesagt, aber es muss noch irgendwie eine Verbindung sein, weil Produkte zu vertreiben, also dass wir jetzt ein Nagelstudio aufmachen oder sowas, das glaube ich wäre nicht zielführend. Nagelstudio vielleicht nicht, aber der Rasenroboter, der würde das heute auch schon machen. Der Rasenroboter, das wäre... Also sprich, dann kommt der Gärtner doch zu mir nach Hause, ja. Geschickt von SW Versorgung, weil die den kleinen Sensor haben, der Rasen ist zu lang. Aber wenn dann den ganzen Tag der Rasenroboter im Rasen läuft, dann kündigt vielleicht der Nachbar die Verträge bei uns, das weiß man auch nicht. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schottler.